Ziel ist es, das Ganze einfach mal so in die Breite zu gehen, was es denn so im Bereich Container Security an Optionen gibt. Da mich vermutlich hier die wenigsten kennen, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Holger Gantico. Ich habe an der einzigen Hochschule mit zwei Wintersemestern, namentlich Furtwang, Informatik studiert und bin so über Praktikum, Diplomarbeit bei meinem jetzigen Brötchengeber S&C gelandet und da jetzt seit inzwischen ja, knapp über 8 Jahren als Senior Systems Engineer im CAE-Berechnungsbereich beim Automotive-Kunden unterwegs. Und ja, so in meiner Freizeit forsche ich dann noch an meiner alten Hochschule am Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit in Kooperation mit der Plymouth University. Und da ist so mein Steckenpferdchen HPC mit Vertraulichkeitsanforderungen in der Cloud. Und ja, wie gesagt, mein Brötchengeber ist S&C, beziehungsweise der Teil von Atos, der früher vom Rebrand irgendwie mal als S&C oder lang Science and Computing bekannt war und bei dem sich gut 300 Mann und Frau in Tübingen, München, Berlin, Düsseldorf, Ingolstadt mit IT-Dienstleistungen, Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebungen auseinandersetzen und damit Kunden aus ganz Deutschland und weltweit irgendwie bedienen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, wir haben so einen gewissen Fokus auf dem Automotive-Sektor. Falls zufällig noch wer auf Jobsuche sein sollte, darf er sich gerne bei mir melden, dann würde ich entsprechend den Kontakt herstellen. Also wir sind händeringend am Leute suchen, wie ich gehört habe. Ja, ansonsten genug des Werbeblocks, gehen wir mal aufs eigentliche Programm. Was habe ich mitgebracht? So als Aufhänger habe ich mal so ein paar Zitate aus dem Containerumfeld und zu Security mitgebracht. Dann wollen wir mal schauen, wo denn eigentlich so der schlechte Ruf letztendlich herkommt. Und dann anschauen, was sich so seit 2015 getan hat. Also einen Vortrag wollte ich eigentlich letztes Jahr schon halten, bin ich leider krank aus dem Urlaub zurückgekommen. Insofern, sorry, falls letztes Jahr wer da gewesen sein sollte. Ja, ansonsten, was ist sonst noch in der letzten Zeit so passiert und unter dem Aspekt trotzdem, was man einfach noch im Hinterkopf behalten sollte, trotz all der Möglichkeiten, die man da irgendwie einsetzen kann und hinterher noch Zusammenfassung und Fazit. Ja, Informatiker fangen ganz gern bei Null an, deswegen hier auch nochmal so ein bisschen Einleitung vorweg. Da ich vor 2 Jahren irgendwie was zu Container und HPC erzählt habe, nochmal so der Hinweis, HPC ist eher dieses Mal nicht, also nichts mit Singularity und Shifter. Docker-Alternativen kommen auch nur kurz am Rande auf, also LXC und Rocket ist eher draußen an der Stelle. Und Orchestrierung musste ich mich auch ein bisschen mit zurückhalten. Gab es ja vorhin auch schon einen Talk und ich glaube direkt im Anschluss nochmal ein. Insofern, wen den interessiert, gibt es genug Alternativprogramm. Ansonsten nochmal ein kurzes Container-Intro. Wenn man sich das mal so anschaut, wie sich das denn so die letzten Jahre oder generell irgendwie entwickelt hat, so konzeptionell, man möchte irgendwie was isolieren und irgendwie im Prozess sieht nicht das ganze Filesystem, haben wir chroot unter BSD, später dann ein bisschen aufgebohrt die Jails, unter Linux sind dann 2002 die Namespaces dazugekommen, 2006 dann erweitert, irgendwann kam dann mal OpenVZ und vServer. Ja, Solaris und Konsorten gibt es dann auch noch. Da hat man die Zones, also auch ein schönes Mittel für für Virtualisierung auf Betriebssystemebene. Und die Z-Groups, also als zweiter Eckpfeiler neben den Namespaces, ist dann auch 2006 irgendwie um die Ecke gekommen. Also man sieht Namespaces und Z-Groups so als Pfeiler von Container-Virtualisierung unter Linux gibt es schon relativ lang. Darauf aufbauen kam dann 2008 LXC um die Ecke, bis dann Docker kam. War dann auch schon 2013 und noch dann drauf 2015 ein Rocket. Ja, insofern, man sieht so die Grundlagen dahinter sind jetzt eigentlich nicht grundsätzlich neu an der Stelle. Was Container so im Vergleich zu Hypervisor-basierter Virtualisierung ausmacht, ist das. Also ja, gemeinsam das Ziel, ich möchte irgendwie meine Hardware irgendwie effizient nutzen und wenn ich halt Hypervisor-basiert habe und ich möchte halt, es geht mir darum, diese Applikation hier auszuliefern, dann habe ich halt hier mein komplettes Betriebssystem noch irgendwie im Stack mit drin, während hingegen ich beim Containerisierten halt einfach quasi die Applikation und ihre Abhängigkeiten nur ausliefern muss. Das heißt, ich habe ein deutlich kleineres Paket, was ich weitergeben muss. Nachteil ist, ich bin aufs Betriebssystem limitiert, einfach vor dem Hintergrund, dass sich alle Container den laufenden Host-Kernel irgendwie teilen. Aber in der Linux-Welt sollte das jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt das Problem sein. Ansonsten eine kurze Docker-Intro, ja, Docker All the Things ist nach wie vor noch so ein bisschen das Hype-Thema und vor einiger Zeit hatten sie noch das Statement auf der Homepage, dass sie eine offene Plattform für Entwickler, Sysadmins, Buildchip und Run und so weiter, verteilte Applikationen, Microservices, alles schön und gut, so vom Laptop, Data Center, VM oder in der Cloud, also ist völlig egal, wo das laufen soll, wir haben quasi ein Paket.
Und inzwischen haben sie so diese etwas technischere Definition irgendwie zusammengefasst und das Marketing hat übernommen und inzwischen sind sie der Meinung, sie sind hier World Leading Software Container Plattform, also schon so ein gesundes Selbstverständnis und vor allem nicht einfach nur eine Runtime, sondern halt eine komplette Plattform. Und wenn man sich das mal so anschaut, was irgendwie alles Gedocker-branded ist, im Prinzip, ja. Sie setzen da doch relativ stark irgendwie ihr Claim und haben auch so einen gewissen Allmachtsanspruch. Insofern, vor dem Hintergrund haben auch diverse Leute irgendwie so ein bisschen Sorgen, dass sie das neue alte Microsoft werden. Wir erinnern uns irgendwie zurück, Windows und Internet Explorer und sowas. Bündelung mit dem Betriebssystem. Docker hat ja dann irgendwann mal angefangen, quasi Swarm mit auszuliefern, also als Orchestrierungswerkzeug. Und da wird es dann halt einfach irgendwann mal argumentativ schwierig zu sagen, warum will ich Kubernetes oder Mesos oder irgendwas, wenn da ja schon was mitkommt. Und bei der Betriebssystemwelt oder Browserwelt war es ja dann letztendlich ähnlich. Also inzwischen sind sie momentan dran, diverse Komponenten, die sie als Plumbing bezeichnen, beispielsweise irgendwie Run-C oder Container-D, LibNetwork und Co. einfach quasi Standalone irgendwie freizugeben, das Ganze modularer zu machen, sodass man das auch in anderen Projekten irgendwie einsetzen kann. Dann haben sie ja noch den Ansatz mit dem Projekt Mobi. Also insofern vor dem Hintergrund hoffen wir mal, dass uns ein zweites Microsoft an der Stelle letztendlich erspart bleibt. Insofern Docker. Nochmal ein ganz kurzes Docker 101. Was ist Docker? Vereinfacht gesagt eine Anwendung für Linux, also mal den Plattformgedanken außen vor, um Anwendungen voneinander zu isolieren. Das Mittel, das zum Zweck ist hier einfach die Betriebssystemvirtualisierung und soll einfach die Bereitstellung, den Transport und die Isolierung der genutzten Ressourcen vereinfachen. Alles vor dem Hintergrund, dass ich irgendwie Prozesse in Container A laufen habe, die nicht auf Prozesse in Container B zugreifen können und so weiter. Und so die eingesetzten Technologien sind Z-Groups und Namespaces, so im tiefsten Inneren sozusagen. Also früher sind sie auch mal auf die LX oder waren sie auf der LXD-Schnittstelle unterwegs. Inzwischen nutzen sie eine eigene Lib-Container. Nur so ein paar ganz kurze Terminologien und Kernkomponenten. Was braucht man? Die kommen später mal vor. Punkt 1, wir haben unseren Docker-Daemon. Fangen wir mal beim Docker-Host an. Das ist mein Linux-System, vorzugsweise, auf dem der Docker-Daemon läuft. Das ist die Engine. Und mit dem sind halt die Clients am Interagieren und so werden dann halt Container gestartet. Container ist im Prinzip ein gestartetes Image. Das Image beinhaltet die Applikation und so das Environment, alles, was die Applikation zum Laufen braucht. Und der Container ist halt das, was ich starte, stoppe und so weiter, diese ganzen Lifecycle-Operationen drauf mache. Die Images bekomme ich in der Regel aus einer Registry, also quasi so einem App-Store für Images. Gibt es Public, Private und so weiter. Und wenn ich mir selber Images bauen will, dann nutze ich einen Docker-File dazu. Inzwischen auch so vor dem Hintergrund, das Ganze modularer zu machen und aufzudröseln, sieht die Architektur jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben inzwischen die Docker-Engine, an denen die bisherigen Tools dann alle andocken können. Für die ändert sich nichts. Im Hintergrund läuft das Ganze dann irgendwie so weiter, dass die Docker-Engine, die den Container, die triggert und sagt, hier, lad mal ein Image runter und start das mal. Und dieses Starten wird dann halt eben von Run-C durchgeführt. Vorteil ist, ich kann diese Komponenten im Zweifelsfall ersetzen. Also ich kann an dieser Stelle theoretisch auch eine andere Container-Runtime, die zum OCI-Standard irgendwie konform ist, irgendwie da andocken und das Ganze einfach so ein bisschen abwechslungsreicher oder einfach flexibler gestalten. Wesentlicher Punkt, auf den man einfach nochmal eingehen sollte, hatte ich vorhin schon gesagt, es ist nicht grundsätzlich Neues. Das Ganze basiert einfach auf bestehenden Kernel-Technologien. Jerome Petersoni, einer der Docker-Chefentwickler, hatte da mal so in einer Präsentation quasi diesen Beweis drin, hat einfach mal die Kernel-Quellen durchsucht und mal ein bisschen rumgesucht, mal nach LXC, keine Ergebnisse gefunden. Ja gut, wenn man nach Container sucht, findet man diverse andere Ergebnisse, die aber mit den Container, um die es hier geht, relativ wenig zu tun hat. Da geht es einfach um interne Datenstrukturen und dergleichen. Insofern also im Vergleich zu anderen Betriebssystemen wie Solaris ist ja die Containertechnologie bei Linux jetzt nicht so tief im Betriebssystem verankert. Im Prinzip ist es ein schöneres Wort für die Kombination aus Namespaces und Z-Groups, also Namespaces zur Bereitstellung der Illusion von einem isolierten Betrieb.
und ja, die C-Groups einfach, um den Ressourcenverbrauch von einzelnen Prozessen zu limitieren. Also sprich, dass ein Prozess, der irgendwie gerade Amok läuft, nicht das ganze Host-System irgendwie gegen die Wand fahren kann. Ja, momentan ist so der Status bei Namespaces, ja, es ist irgendwie hinreichend, was es gibt. Es ist nicht alles irgendwie genamespaced. Zum Beispiel würde man sich noch irgendwie wünschen, dass es noch irgendwie ein Time-Namespace gibt, damit in den Containern eine andere Zeit als auf dem Host laufen kann. Aber es ist momentan so im Status, dass es hinreichend ist. Ja, ansonsten, was kann Docker für dich tun? Ganz kurz. So Sachen wie Abhängigkeiten isolieren, gerade in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, kommt es durchaus mal vor, dass ich irgendwie auf dem Cluster mal irgendwie 2 Dutzend Versionen der gleichen Applikation installiert werden soll. Da rennt man dann immer mal wieder in so Abhängigkeitsfallen irgendwie rein. Ja, und das halt, für das brauche ich, für die Version brauche ich die Library, für die andere Version brauche ich die andere Library, und man steht halt da und muss gucken, wie man das Ganze irgendwie ins Laufen bekommt. Oder ausliefern von Legacy-Code auf einem moderneren Betriebssystem, da eignet sich das auch großartig dazu. Ansonsten ja eben die ganze Dependency-Geschichte und ein Mittel zum einfach Code auszuliefern. Ansonsten Workflow, wenn es mir darum geht, dass ich irgendwie einen komplexen Workflow habe, der jetzt nicht einfach nur aus einer Applikation besteht, sondern ich habe irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie Genetic oder Genomic Sequencing Code mit allen möglichen Abhängigkeiten auf irgendwie Python, auf sonst irgendwas, was mir dann irgendwie beim Betriebssystem-Update um die Ohren fliegt. Dafür ist das ganz, ganz groß. Dazu der Punkt der Reproduzierbarkeit. Ich kann meinen Container oder mein Image auch irgendwie später nochmal irgendwie aus dem Schrank ziehen und habe genau das Environment, mit dem ich das genutzt habe. Ja, ist eine relativ nette Sache, und gerade so im Bereich des Scientific Computing und überall, wo irgendwie gerechnet wird, ist das irgendwie ganz nett. Das ist ein Beispiel von ein paar Tübingern, die machen Genomic Sequencing, und die hatten eben das Problem, dass sie so eine sehr, sehr komplexe und fragile Pipeline hatten, die ihnen irgendwie mehrfach um die Ohren geflogen ist, wenn sie auch nur irgendwie schief geguckt haben. Und die haben sich dann letztendlich dafür entschieden, das zu containerisieren, und sind sehr, sehr gut bis jetzt damit gefahren. Und ja, überall, wo es irgendwie um Reproduzierbarkeit geht, ist so eine Lösung halt einfach schick. Ansonsten Performance nah am Blech. Es gibt dieses wunderbare IBM Docker Paper, was das irgendwie mal so in allen Lebenslagen irgendwie durchgemessen hat. Und zum Fazit kam da so im Vergleich zu KVM, die Performance eigentlich in allen Lebenslagen besser ist, was auch irgendwie naheliegend ist. Aber ansonsten, ja, generell der Performance-Overhead im Vergleich zu Bare Metal sehr gering ist und man einfach abwiegen muss, ob dann die Vorteile nicht überwiegen. Ansonsten, was im Alltag vielleicht eher interessant ist, das ist jetzt mal ein Container, der einfach mal ein schlichtes Hello World ausgibt, also der war dann irgendwie in einer halben Sekunde irgendwie durchgelaufen. Wenn ich sowas mit einer virtuellen Maschine machen möchte, einfach die ganze Startup-Zeit ist einfach wesentlich länger und macht das Ganze halt auch für Microservices und Co. irgendwie interessant, dass ich quasi pro Anfrage irgendwie was starte und dergleichen. Auf jeden Fall eine nette Lösung, aber behalten wir irgendwie bei. Ja, Container sind keine magischen virtuellen Maschinen, sondern ein bisschen was anderes. Ja, genug der Einleitung. Containers do not contain. Ein schönes Zitat vom Herrn Welch, der irgendwie SE-Linux-Entwickler ist bei Red Hat und sich da auch irgendwie so um die Container-Integration irgendwie kümmern sollte. Und ja, es ist einfach so, dass ein ganz großer Hemmschuh beim Einsatz von Containern einfach Security-Thema ist, weil es häufig einfach irgendwie vor dem Hintergrund von solchen Aussprüchen so eine gewisse geistige Blockade irgendwie verursacht. Klar, wie bei allen Gerüchten ist meistens irgendwie so ein wahrer Kern dran, aber schauen wir uns mal an, was denn so an Meinungen in dem Umfeld irgendwie kursiert. Eben vom Herrn Welch gibt es auch noch das nette Zitat, wo er quasi kritisiert, dass doch diverse Leute der Meinung sind, dass Docker so der Heilsbringer ist, dass es einfach sämtliche Nachteile, die irgendwie Virtualisierung mit sich bringt, einfach ja, ad absurdum führt, weghaut und alles schöner, schneller, besser ist und so weiter. Und es einfach auch vor dem Hintergrund von vielen Leuten so als 1:1 Ersatz für virtuelle Maschinen eingesetzt wird. Und das sollte man eigentlich nach Möglichkeit nicht unbedingt tun. Das kritisiert er hier. Ansonsten musste auch Jerome Pettersoni zugeben, also einer der Chefentwickler irgendwie bei Docker, dass zumindest in der Anfangszeit die Sicherheit da irgendwie nicht so ganz optimal war, aber so, ja, doch etwas irgendwie Manpower reinstecken wollen, das irgendwie letztendlich besser machen zu wollen. Und von Theo de Rath gibt es noch dieses schöne Zitat, wo er irgendwie ja, nochmal freundlich darauf hinweist,
formulieren wir es mal so, dass es eigentlich keine Software ohne Sicherheitslücken geben kann und Virtualisierung ist ein Aspekt davon. Das Schöne war so am Anfang, als das Zitat rauskam, konnte man auch sagen, irgendwie, er war wenigstens konsequent, es gibt keinen OpenBSD-Hypervisor. Inzwischen hat er sich das ja anders überlegt, insofern schauen wir mal, was da rausbekommen ist oder rauskommt. Ich habe nicht so unglaublich viel davon gehört. Also insofern fassen wir zusammen, wie mit jeder Software, sind auch Virtualisierungsschichten in jeglicher Weise irgendwie von Sicherheitslücken geplagt. Schauen wir uns mal an, was irgendwie letztes Jahr mit VMware da so um Jahreswechsel war und irgendwie neulich irgendwie mit Xen. Also insofern ist im Zweifelsfall ein Risiko, mit dem man leben muss. Ansonsten zum Abschluss noch von Jerome dieses schöne Zitat, der Security Status best described as it's complicated. Aber wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, und das hat Ian Jackson bzw. ein Kollege von ihm für die FOSDEM 2015 gemacht, der hat einfach mal so ein bisschen Erbsenzählerei gemacht. Der Vortrag war unter dem etwas irritierenden Titel Surviving the Zombie Apocalypse. Ich saß eigentlich nur zufällig drin und fand den Titel irgendwie lustig. Und die haben sich mal die Mühe gemacht, so die einzelnen CVEs oder die Anzahl der CVEs der einzelnen Lösungen gegenüberzustellen. Man sollte noch fairnesshalber darauf hinweisen, dass Ian Jackson bei Citrix arbeitet, Citrix und Xen. Ne? Insofern vielleicht hat er sich mal verzählt, aber ansonsten, ich gehe nach dem Jahr irgendwie nicht mehr so ganz davon aus, dass irgendwie Xen nochmal auf die besonders guten Zahlen wie da kam. Also wenn man Fefe irgendwie glauben mag, ist irgendwie Xens neue Flash. Insofern schauen wir mal, eigentlich sieht das relativ gut aus, dass jetzt irgendwie hier Xen paravirtualisiert am sichersten ist und nehmen wir jetzt einfach mal an, dass das stimmt, glaube ich ihm an der Stelle. Also er hatte die Kategorien einmal hier Privilege Escalation, also dass ich aus dem Guest, aus meinem Virtualisierungsgast raus auf das Host-System ausbrechen kann. Also aus meinem Gast raus Denial of Service fahren kann, das ist die Kategorie und dann das beliebte Information Leakage, dass ich irgendwie über die anderen VMs oder die anderen oder über den Host irgendwelche Informationen kriege, die ich sonst eigentlich nicht bekommen sollte. Also merken wir uns mal, sieht soweit ganz gut aus. Kombi KVM QEMO sieht dann schon nicht mehr ganz so gut aus. Was aber eigentlich meiner Meinung nach relativ spannend ist, ist nach wie vor eigentlich eine ziemlich beliebte Lösung, was Virtualisierung unter Linux angeht. Und wenn man dann mal hier die Linux-App-Container dagegen setzt, so hat er das quasi genannt, Ziel ist es einfach, diese App-Container nicht ein 1:1 Ersatz für virtuelle Maschinen, wo sich ein User beliebig auszummeln kann, sondern ich habe eine Applikation drin laufen, die macht irgendwas, die läuft unter einer anderen User-ID als Root. Dann sieht das Ganze so im Vergleich zu KVM und QEMO schon mal nicht mehr ganz so schlecht aus. Sogar relativ ebenbürtig, würde ich jetzt mal sagen. Spannend wird es an der Stelle, wenn ich halt sage, okay, ein Container ist eine virtuelle Maschine, ich darf alles damit machen, was ich auch irgendwie in der virtuellen Maschine mache. Mein Anwender kriegt irgendwie Root-Rechte und so weiter und irgendwie Vollzugriff. Dann brauche ich mich nach der Zählweise jetzt nicht unbedingt wundern, wenn da irgendwie was schief geht. Ansonsten, woher kommt denn so ein bisschen der schlechte Ruf? Das Ganze hat gut angefangen mit einem Docker-Schocker. War im Prinzip einfach ein Exploit auf etwas betagteren Docker-Versionen, auf betagten Linux-Distributionen, was dann einfach dazu geführt hat, dass man sehr, sehr einfach aus dem Container hat ausbrechen können, irgendwie sich die etc-passwd angucken und was man alles so machen kann. Insofern aber ein anderes Problem ist meiner Meinung nach der Aspekt hier der Missverständnisse. Da nehme ich immer ganz gern wieder das folgende Beispiel her. Nicht mich über die Dame lustig zu machen, also die war lange Zeit irgendwie treues Mitglied der Docker-Community, und sondern einfach um so ein bisschen zu zeigen, dass man sich manchmal ein bisschen bremsen können sollte, was irgendwie so Differenz zwischen was denn technisch geht und was man machen sollte irgendwie da einfach einhalten sollte. Von der Jessie Frizzell gibt es den wunderbaren Blogpost Docker Containers on the Desktop. Der Aufhänger war quasi, ja, sie hat früher einen Mac gehabt, da gab es ja diese Sandboxen und wäre ja schön, wenn es unter Linux sowas auch gäbe. Also sie sagt nicht, dass Container irgendwie Sandboxen sind, sie bedauert einfach nur den Umstand, dass sie das gerne hätte und sie wird jetzt mal anfangen, ihre Desktop-Umgebung zu containerisieren. Und fängt so an mit ihrem E-Mail-Client, also Matt, dann stellt sie irgendwie fest, damit das tut, brauche ich ja noch meine Config, dann fängt sie an, die Config reinzugeben, dann will sie irgendwie Skype machen, merkt, okay, brauche ich eine Videokamera, brauche ich Audio, und so gibt sie halt die entsprechenden Devices rein und so steigert sich das dann, glaube ich, in 10 oder 12 Experimenten und so ihr Fazit, wo sie meinte, sie wäre mindblown gewesen, war das, als sie irgendwie GParted D im Container irgendwie starten konnte.
und ihre Festplatte partitionieren konnte. Ist letztendlich keine Magie, was an der Stelle passiert. Es ist genau, funktioniert genau wie sollte, was sie macht. Sie gibt hier Dev SDA irgendwie rein, stellt das im Container zur Verfügung und ja gut, dann kann sie da an der Stelle auch loslegen. Das Schöne an der Stelle, also nur um nochmal zu zeigen, in der Sandbox wäre sowas eher nicht möglich. Ja, das Schöne war letztendlich die Diskussion, was das Ganze dann losgetreten hat. Also man hat ihr generell davon abgeraten, irgendwelche X11-Anwendungen irgendwie zu containerisieren und sie möge nach Möglichkeit auch nicht ausprobieren, was passiert, wenn sie irgendwie einen Docker-Run macht und das Root-Verzeichnis ihres Host-Systems in einen Container reingibt nach TMP und dann mal anfängt rekursiv unter TMP im Container zu löschen. Jo, ist halt keine Sandbox. Und wenn ich das halt mache, was technisch möglich ist, dann kann halt sein, dass ich mir ins Knie schieße. Ja, insofern noch ein bisschen weitergespielt mit irgendwie Nettigkeiten, wenn ich in einer NFS-Umgebung bin und mir einfach mal anschauen möchte, was irgendwie ein anderer User irgendwie in seinem Home liegen hat, wo ich letztendlich irgendwie nicht reingucken darf oder reinschreiben darf. Mit entsprechender Config geht sowas dann halt auch. Insofern, wir erinnern uns, Container, keine magischen virtuellen Maschinen, was anderes. Ansonsten auch noch ein großes Thema ist Unpatched Vulnerabilities. Gerade in einer Zeit, wo immer mal wieder sowas um die Ecke kommt, also irgendwie Shellshock, was wir da alles noch haben, Heartbleed und Co., ist der Linux relativ gut durchgeschüttelt worden. Neben dem Docker Hub, also der größten Registry für Images, gibt es auch noch die KIO. Da haben sie mal eine Statistik gemacht zum bestimmten Zeitpunkt T, wie viele Images da auf Ghost irgendwie anfällig waren. Das Ergebnis war, sieht es jetzt nicht so doll, waren irgendwie 2/3 und waren darauf anfällig. Bei Heartbleed waren es dann 80%. Also ich kann nicht sagen, wie zeitnah nach dem Auftreten das Ganze war, aber eigentlich ist viel spannender die Ursache meiner Meinung nach, einfach vor dem Hintergrund, dass die meisten Container so auf den gleichen Basis-Images aufbauen. Wir haben irgendwelche Images wie CentOS, wir haben Ubuntu, was halt irgendwie 30 Millionen Puls irgendwie hat und die Leute bauen halt auf diesen Images ganz gern ihre esoterischen Images auf und dann ist halt das Problem, die Welt dreht sich weiter, also sprich, dieses Basis-Image hier wird aktualisiert, aber wer garantiert mir letztendlich, dass das esoterische Image, das ich vielleicht einsetzen möchte, dann auch wirklich mitzieht. Also insofern, das ist der Hintergrund. Wenn man es weiß, ist es jetzt nicht so unglaublich dramatisch, soll einfach dazu anhalten, dass man dann, wenn man schon irgendwie sich die Images nicht irgendwie selbst baut, da halt einfach hinterher ist und quasi an Upstream dran bleibt. Also insofern, alles blöd in der Containerwelt, nicht unbedingt. So ab 2015 hat sich meiner Meinung nach da ziemlich viel getan. Also Jerome hat irgendwie seinen Vorsatz, dass er da aufholen wollen, eingehalten. Insofern ihr Ansatz oder wie sie es propagieren, ist quasi Defense in Depth, also einfach, dass man mehrere Schichten an Sicherheitsmaßnahmen an der Stelle hat. So das Mantra bei Docker ist Secure Platform, Secure Access, Secure Content. Und schauen wir uns das mal im Detail an. Also so als Grundlage für das Ganze mal eine containerisierte HPC-Umgebung. Einfach, dass wir hier unterschiedliche Schichten haben. Wir haben die Container-Runtime, wir haben das Source-Betriebssystem, wir haben da oben eine Applikation laufen. Wir haben keine Orchestrierung und dergleichen. Aber das möchte ich jetzt einfach mal kurz vorstellen, was es da so an Möglichkeiten auf den einzelnen Schichten gibt. Genau, und Plan ist jetzt einfach so, die nächsten 20 Minuten über die einzelnen Schichten drüber zu gehen und die Lösung mal so ansatzweise irgendwie vorzustellen. Insofern bloß nochmal so als Aufhänger nochmal alles schön auf einer Seite. Fangen wir mal an mit dem Provision Mode, also um die Bereitstellung der Images und deren Verteilung. Was wollte ich jetzt hier sagen? Genau, auch wenn es relativ viele Anlaufstellen für Images gibt, ist der Docker Hub eigentlich immer noch so die Hauptanlaufstelle mit irgendwie, ich glaube, 100.000 Images waren es zumindest letztes Jahr. Dieses Jahr sind es vermutlich ein paar mehr. Sie fangen da immer mehr an, sich Richtung Enterprise zu orientieren mit irgendwelchen Abo-Modellen, wo man dann auch irgendwie Zusatzfeatures irgendwie mit dazu buchen kann, ist vielleicht nicht unbedingt für jeden interessant. Was aber für die meisten halt interessant ist, ist zum Beispiel sowas zu wissen, dass es irgendwie Official Repositories gibt, das sind die mit diesem Sternchen dran. Das sagt letztendlich aus, dass die Images quasi kuratiert sind, dass es da einen gibt, der die regelmäßig aktualisiert. In den meisten Fällen ist es die Distribution, die dann da auch eingesetzt wird. Und der Gedanke ist halt einfach,
dass man diesen Images zumindest insoweit vertrauen können sollte, wie man das der eigentlichen Distribution an der Stelle tut. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, mir quasi den Docker-Hub irgendwie lokal hinzustellen, nennt sich irgendwie Trusted Registries. Ich habe die Möglichkeit zum Image sein und das Ganze dann auch zu verifizieren, also einfach um sicherzustellen, dass das Image, was ich irgendwie starten möchte, letztendlich auch das ist, was der Entwickler paketiert hat. Es gibt hier, um den App-Store-Gedanken noch weiter zu treiben, inzwischen auch einen Docker-Store. So die Werbebroschüre hat das dann irgendwie als, wie haben sie es genannt, Marketplace with compliant commercially supported software, trusted verified publishers, alles schön, alles gut. Wollen sie letztendlich aber an der Stelle auch irgendwie Geld dafür sehen. Ansonsten habe ich noch quasi mit einem kleinen Abo die Option, mir eine Private Registry anzulegen. Aber da bin ich dann etwas in meinen Optionen limitiert. Also insofern der Königsweg, wenn man sich das mehr oder weniger leisten kann, ist halt einfach, sich eine Registry oder beziehungsweise ein Repository, eine Registry lokal hinzustellen und einfach vor dem Hintergedanken mit den Basis-Images einfach darauf zu achten, dass die Images irgendwie aktuell sind, also hier kuratiert genannt. Insofern, wenn ich dann auch nur auf den Docker-Hub gehen möchte, mich nach Möglichkeit irgendwie auf die Official Repositories zu limitieren. Da gibt es ja auch einiges. Ansonsten, ja, wenn ich das eigenverantwortlich verwalten möchte, will ich dann auch sowas haben, wie irgendwie den Image-Content überprüfen. Da gibt es mehrere Lösungen. Was ich relativ nett finde, ist der Clare. Ist aus dem CoreOS-Projekt. Der ist in die Registry KRO integriert, wird dazu eingesetzt, um da jedes neue Image irgendwie zu überprüfen und kontinuierlich einfach, wenn eine neue Schwachstelle rausgemeldet wurde, dann über die Images drüber zu gehen und die entsprechend zu flaggen. Gibt da diverse Alternativen dazu, größtenteils kommerziell. Also Docker hat im Docker Hub, je nach Abo-Modell, gibt es da dann irgendwie das Docker Security Scanning. Wer OpenShift einsetzt, da gibt es dann irgendwie Red Hat Cloud Forms mit OpenSCAP Image Scanning. Und auch für IBM Bluemix, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich kenne, gibt es einen Vulnerability Advisor. Also Konzept ist meiner Meinung nach in der Regel immer ähnlich. Sie unterscheiden sich halt einfach so ein bisschen in Features. Bei Clare sieht das so aus. Wir haben hier unser Image. Ein Image besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Image-Layern. Und was das Tool macht, ist, es geht halt einfach die ganzen Layer durch, schaut in die Paketdatenbanken rein, und ja, baut sich eine Bill of Material auf Basis dieser ganzen Paketinformationen, was auf dem System installiert ist. Dann zieht es los und schaut in die CVE-Datenbanken der Hersteller rein, was da für Schwachstellen gemeldet ist und fleckt dann die Layer bzw. die Images entsprechend. Nachteil an der Sache ist, schlägt natürlich nicht bei händisch installierter Software an. Also sprich, wenn ich da irgendwie noch per Wege in mein Image irgendwie was rein habe oder sonst irgendwie reinkopiert, das wird dann halt nicht geprüft. Schlangenöl und dergleichen habe ich auch nicht dabei. Also wenn ich in einer Firma bin, die halt erfordert, dass sämtliche eingesetzte Software irgendwie von mindestens 2 Virenscannern geprüft ist, ist hier zumindest nicht so sauber integriert, müsste man dann irgendwie extern machen. So eine Abfrage auf Lizenzsoftware oder von mir aus über irgendwelche über irgendwelche Checksummen, ob irgendwie komische Software drauf ist oder dergleichen, ist auch nicht dabei. Und so Compliance-Aspekt, da muss man dann auch irgendwie andere Werkzeuge als Clare sich anschauen. Aber zumindest für CVE-Datenbanken, wenn man irgendwie Red Hat, Ubuntu, Debian und inzwischen ist, glaube ich, nochmal ein, zwei Distributionen mehr dazugekommen, einsetzt, dann fährt man damit eigentlich relativ gut. Ja, im Operation-Mode auf dem Host, wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon Control Groups und Namespaces so als erste Instanz, um irgendwie abzusichern. Isolierter Betrieb, dass einfach der Container bzw. die Prozesse im Container denken, also das System weitestgehend allein für sich haben. Limitierung vom Ressourcenverbrauch, hatte ich ja vorhin schon angeschnitten. Ansonsten gibt es die Kernel Capabilities und die Option zum Kernel Hardening. Ganz vereinfacht gesagt, die Capabilities sind eine Möglichkeit, um relativ grob einzelne Berechtigungen zu vergeben, was jetzt irgendwie ein Prozess machen kann, was er nicht machen kann. Gibt es seit Linux 2.2, also auch schon ein bisschen, auch nicht mehr ganz Bleeding Edge oder beziehungsweise halt keine komplett neue Technologie. Und so kann ich zum Beispiel vermeiden, dass irgendwie ein Container pinkt. Klingt schon mal ganz sinnvoll, um irgendwie zu vermeiden, dass er irgendwie sich im Netzwerk auf Erkundungszug begibt oder, wenn ich sowas möchte, die entsprechende Capability freischalten, dass irgendwie im Container ein Kernel-Modul geladen werden kann, wenn ich denn sowas möchte.
Das Optimum wäre natürlich, alles wegschmeißen und nur aktivieren, was man letztendlich braucht. Das Problem an der Sache ist aber, ich habe dann so ein gewisses Trial and Error, was ich irgendwie wegschmeißen kann und was nicht. Also für einen Normalsterblichen ist das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der optimale Ansatz. Ansonsten habe ich auch das Problem, wenn ein Image-Update rauskommt, kann sein, dass ich mit den gleichen Settings wie vorher irgendwie nicht so glücklich fahre. Da gerade nochmal kurz zu den Capabilities irgendwie. Ein Beispiel, standardmäßig kann ich den Hostnamen im Container nicht setzen. Wenn ich das haben möchte, muss ich hier die Cap Sysadmin freischalten. Ist ein bisschen unglücklich, weil die relativ weit gefasst ist und man da alles mögliche andere auch noch mitmachen kann. Aber so kann ich dann halt im Container meinen Hostnamen ändern, wenn ich das aktiviert habe. Ja, ansonsten für die ganz harten Kernel-Hardening. Es gibt die GR Security und die PRX-Patches, also einfach die Chance für einen Angreifer auf irgendwelche Buffer-Overflows zu reduzieren oder wenn ich irgendwie Role-Based Access Control und Auditing nachrüsten möchte. Wie gesagt, also ist eher jetzt für die Spezialfälle, also würde ich jetzt einem kompletten Anfänger oder weiß ich nicht, also würde ich nicht irgendwie so zum Einstieg als Absicherungsmaßnahme irgendwie wählen. So im HPC-Bereich mag man sowas auch nicht so ganz gern, weil da teilweise dann kurze Laufzeit generiert wird, was dann irgendwie als Buffer-Overflow-Angriff erkannt werden könnte und dergleichen. Und insofern, was meiner Meinung nach wesentlich sinnvoller ist, ist die ganze Mandatory Access Control-Geschichte, also SE Linux und AppArmor. Nur so im Schnelldurchgang gibt es auch später direkt im Anschluss, glaube im H8 drüben, noch einen Vortrag dazu. Insofern hier nur so der ganz kurze Anriss. Die meisten werden, denke ich mal, SE Linux kennen oder zumindest wissen, wo man es deaktiviert. Vereinfacht gesagt, Ziel von AppArmor und SE Linux ist letztendlich das Gleiche, dass ich halt den Zugriff auf bestimmte Dateien und Pfade einfach irgendwie limitiere. Und die beiden Werkzeuge sind in der Regel bei der Distro dabei. Klar, nicht unbedingt beide gleichzeitig aktiv. Aber was irgendwie sehr, sehr nett ist, sie bringen in der Regel dann, wenn man irgendwie Docker installiert, dann auch die entsprechenden Policies irgendwie mit, um den Container zu schützen, beziehungsweise um den Host vorm Container zu schützen oder andere Container vor irgendwie einem böswilligen Container. Also meiner Meinung nach ist das eigentlich auf jeden Fall eine Technologie, die man in so einem Umfeld irgendwie einsetzen möchte und einfach die Rechte oder das Risiko der Rechteausweitung durch weiteres Limitieren vom Ressourcenzugriff einzuschränken. Insofern gerade in so Szenarien, wo ich vielleicht keine User-Namespaces irgendwie einsetzen kann, das ist irgendwie so die Policy, die da irgendwie standardmäßig irgendwie mitkommt. Ist bloß, wenn es interessiert, kann man dann noch angucken. Von der Jessie Frizzell, von der wir es vorhin auf dem Desktop hatten, die hatte dann noch irgendwie einen AppArmor-Custom-Profile-Generator irgendwie sich gebaut, namens Bane. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, inwieweit der noch weiterentwickelt wird. Also ich habe da schon lange nichts Neues mehr irgendwie gesehen. Ja, ansonsten, wenn man zumindest mitbekommen möchte, wenn irgendwie was Böses passiert, ist eigentlich das Linux Auditing System ganz nett. Das einfach dazu genutzt werden kann, um Zugriffe und bestimmte Aktionen einfach zu protokollieren. Also ganz wichtig, es ist kein Enforcement, sprich der Zugriff wird nicht irgendwie verboten, das muss ich dann mit SE Linux oder dergleichen machen, sondern einfach nur die Protokollierung. Hier mal irgendwie so ein Beispiel, wie ich auf dem Host alle Löschzugriffe oder die Modifikation der etc/passwd irgendwie mir protokollieren lassen kann und so weiter. Und im Containerumfeld möchte ich da zum Beispiel halt einfach so diese Lifecycle relevanten Aktionen irgendwie dokumentieren, damit ich dann noch nachvollziehen kann, wer jetzt irgendwie einen Container gestartet hat, wer der Böse war und wenn sich irgendwelche Zertifikate, Keys und dergleichen irgendwie ändern. Insofern, also sowas sollte man eigentlich in bestehende Audits irgendwie einbinden, wenn man sowas schon hat und dann auch irgendwie klassifiziert irgendwie so ein Stück weit ins Monitoring mit reingeben. Ja, ansonsten bezüglich Compliance und dergleichen, OpenSCAP oder SCAP oder wie auch immer man es ausspricht, da gibt es auch ein Paket für Docker dafür. Das ist inzwischen Teil von OpenSCAP Docker, nennt sich das Ganze. Und das ist von der Funktionalität teilweise ein bisschen ähnlich zu Claire. Klar, es ist der Fokus auf diesen SCAP-Policies. Aber ich habe hier zusätzlich noch die Option, dass ich einen Image-Scanner irgendwie mit drin habe und da zumindest laut Doku ausprobiert habe ich es leider noch nicht, auch laufende Container scannen kann. Also schon mal eine nette Sache. Einschränkung an der Sache, während hingegen Claire auch mit irgendwie andere Geschichten noch unterstützt, ist hier wohl explizit nur Docker unterstützt.
Und so wie es aussieht, ist das letztendlich das, was auch irgendwie in Red Hat OpenShift eingesetzt wird. Ja, der Docker Bench for Security ist eigentlich ein relativ nettes Tool, wenn man einfach mal so schauen möchte, wie ist denn so mein Container-Host konfiguriert, was jetzt irgendwie Best Practices angeht und was so Konfigurationsempfehlungen generell angeht. Gibt es auch als einen Container, der ist dann allerdings relativ privilegiert zu starten. Klar, nachvollziehbar, sonst kommt er nicht an die ganzen Ressourcen. Was man sich hier zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass man so einen Scan als irgendwie Vorbedingung für besonders sicherheitskritische Images aktiviert, sodass der Container dann nur irgendwie startet, wenn der Check erfolgreich passiert wurde. Und so sieht dann letztendlich der Output aus. Wie die Checks zustande kommen, zeige ich später noch. Der basiert auf so einem CRS-Guide, der ist hier als Basis genutzt und wird zum Beispiel hier überprüft, ob der Kernel hinreichend aktuell ist, ob die Docker-Version hinreichend aktuell ist, ob der Daemon TLS macht und so weiter. Und ja, wie gesagt, läuft auch als Container. Aufruf sieht dann so aus, also darf dann relativ viel machen letztendlich, aber ja, ist der Natur der Sache leider irgendwie inhärent. Insofern, was gibt es noch auf der Container-Runtime an neuen Optionen? Bei Version 1.1.0 kamen die Authorization-Plugins dazu. Das heißt, oder beziehungsweise standardmäßig, wer Zugriff auf die Docker-Command-Line hat, kann im Prinzip sämtliche Optionen machen. Also da gibt es nicht nochmal irgendwie eine separate Trennung, wer jetzt irgendwie was darf. Außer ich habe mir da irgendwie in Form von Sudo-Skripten irgendwie was drumherum gebaut. Das heißt, dass ich dann halt, ja, so ist mehr oder weniger das Äquivalent dazu, wenn ich da halt Mitglied der Docker-Gruppe war, war ich mehr oder weniger root auf dem System, einfach dadurch, dass ich mir halt entsprechende Aufrufe quasi bauen konnte und Sachen irgendwie reingeben und mehr Sachen machen, als ich eigentlich hätte gedurft, standardmäßig. Und ja, inzwischen gibt es halt einfach die Möglichkeit, so Authorization-Plugins zu nutzen. Und da hat man dann die Möglichkeit, verschiedene User-Gruppen quasi zu definieren und zu sagen, hey, ich habe hier User, die nur Logfiles irgendwie lesen können und der hier darf dann aber irgendwie Container starten und so weiter, um das einfach irgendwie voneinander abzugrenzen. Also sprich, ich kann hier einfach Role-Based Access Control nachrüsten. Das ist auf jeden Fall was man irgendwie einsetzen möchte, wenn irgendwie mehrere Parteien irgendwie Zugriff auf dem gleichen System auf die Geschichte haben. Ja, ansonsten die User-Namespaces, ein ganz großes Thema, das irgendwie relativ dringend erwartet wurde, kam auch in der Version 1.1.0 rein, also da ist es wirklich rund gegangen. Und ja, die User-Namespaces sind vereinfacht gesagt da, um zu verhindern, dass Root im Container Root auf dem Host ist und ich dann im Container zu viel Kram machen kann, wenn ich dann mal irgendwie Zeug in Container reingegeben habe, was da eigentlich nicht unbedingt rein sollte. Da ist der Phil Estes nicht ganz unschuldig dran, der war da einer der Mithauptentwickler, von dem habe ich mal so ein paar Folien geklaut. Um es vorwegzunehmen, die User Namespaces sind momentan noch nicht in dem Status, in dem man es dann irgendwie final irgendwie haben möchte, aber es ist momentan schon ein ziemlicher Schritt in die richtige Richtung. Einfach ja, vor dem Hintergrund, dass ich das Problem habe, dass Root im Container dann im Zweifelsfall Root außerhalb ist und deswegen möchte ich halt User Namespaces haben. Und ja, vor dem Hintergrund möchte ich auch eigentlich keine User als Root irgendwie im Container arbeiten lassen. Also das war das Szenario, was ich vorhin erwähnt habe, dass dann ja, Prozesse unter einer anderen User-ID als Root bitte tunlichst im Container laufen sollten. Und ja, mit den User-Namespaces habe ich einfach die Möglichkeit, den Root im Container auf eine andere User-ID als Root außerhalb zu mappen. Also die Einführung war wohl nicht so ganz trivial, da letztendlich an sehr, sehr vielen Stellen irgendwie geschraubt werden musste. Momentan sind sie irgendwie mit der Phase 1 durch. Das heißt, es ist ein Remapping auf Daemon-Instanz möglich. Ist ja schon mal ein Anfang, hat allerdings den Nachteil, dass für alle Container, die ich durch diesen Daemon gestartet habe, das gleiche Mapping existiert. Also ja, aber wie gesagt, ist jetzt momentan mal so ein Anfang. Die Phase 2 wird dann ein Remapping auf Containerbasis ermöglichen und ist eigentlich das, was man dann halt irgendwie in der Multi-Tenancy-Umgebung einsetzen möchte. Genau, und da sind sie momentan gerade dran. Ansonsten, was meiner Meinung nach sehr, sehr cool ist, sind die SecComm-Profiles, beziehungsweise ist generell eine sehr nette Sache. Also Linux Secure Computing ist auch eine der Möglichkeiten, die ich irgendwie einsetzen kann. Im Prinzip völlig losgelöst, wie auch die Namespace-Geschichte oder irgendwie die DC-Groups, losgelöst vom Container-Einsatz.
Es ist so ja, Basic Sandboxing, was einfach verhindern soll, dass bestimmte Syscalls aus dem Container raus aufgerufen werden können. Und die Policy lässt sich direkt beim Starten vom Container mit übergeben. Dann kann ich dann zum Beispiel verhindern, dass irgendwie ein bestimmter Container chmod irgendwie machen kann und dergleichen. Da kriegt dann Operation Not Permitted zurück. In der Default Policy ist es momentan so, die mit ausgeliefert wird, es werden 44 System Calls von irgendwie Größenordnung 313 auf dem 64-Bit Linux momentan blockiert. Beispielsweise haben sie einen Reboot Call irgendwie abgeklemmt. Das heißt, dass ich dann nicht einfach aus dem Container raus irgendwie mal Source-System irgendwie rebooten kann. Das ist eigentlich ja nicht so unbedingt, was man haben möchte. Haken an der Sache ist, ja, es gibt noch 270 nicht geblockte und die Zahl wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht unbedingt kleiner werden, einfach ja, weil er sehr von dem, was ich im Container laufen habe, abhängig ist, was der denn braucht, dass er überhaupt noch funktioniert. Insofern wird sich diese Anzahl sehr, sehr schwer reduzieren. Und hier hätte ich halt auch wieder die Möglichkeit, dass ich quasi irgendwie so eine Lernphase irgendwie vorschalte, wo ich dann protokolliere, welche Syscalls er irgendwie aufruft und dann letztendlich nur die irgendwie freischalte. Genau, aber dann viel Spaß damit rauszufinden, warum bestimmter Call jetzt irgendwie gebraucht wurde, wenn es dann mal irgendwie an der Stelle nicht mehr tut. Hier ist einfach nochmal so eine Übersicht, was standardmäßig irgendwie geblockt ist, zum Beispiel diese ganzen Time-Geschichten, dass die Uhrzeit im Container angepasst werden kann, ist hier entsprechend geblockt. Einfach vor dem Hintergrund, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass momentan noch nicht alles irgendwie genamespaced wäre und eben die Time-Namespaces noch so eine zukünftige Erweiterung wären, die man eigentlich ganz gern hätte. Und deswegen wird das dann letztendlich an der Stelle blockiert, wie halt einfach auch irgendwie die SE-Linux-Geschichten dann genutzt werden, um einfach so ein paar Unzulänglichkeiten, die es noch gibt, zu kaschieren, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Genau, was auch nett ist, wie gesagt, ich kann das auf Containerbasis machen, das heißt, ich kann Container mit unterschiedlichen SecComm-Profiles laufen lassen, das heißt, Container A kann mehr Rechte haben als Container B und so weiter. Meiner Meinung nach wäre es relativ nett, wenn irgendwie die Image-Maintainer oder gar die Developer irgendwie so eine Liste von Syscalls, die sie brauchen, irgendwie gleich irgendwie so mit in die Image-Beschreibung irgendwie packen könnten und dass man auf Basis von dem dann halt dann irgendwie loslegen kann. Wäre eigentlich noch eine wünschenswerte Verbesserung. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch? Sehr viel Kleinkram. Zum Beispiel gibt es jetzt irgendwie ein PID-Limit, den ich dazu einsetzen kann, um irgendwie Fork-Bombs irgendwie aus dem Container raus zu verhindern. Dass halt ein Container das ganze Host-System irgendwie wegbombt. Es gibt nur diese Security-Option, No New Privileges, was einfach ein Stück weit die Rechte-Eskalation einschränkt. Ich kann meine Container irgendwie read-only machen, was ganz nett ist, wenn ich verhindern möchte, dass ich irgendwie einen Angriff irgendwie fortpflanzt quasi. Insofern, also gibt es relativ viele Nettigkeiten, die da unterwegs sind. Worüber ich neulich gestolpert bin, ist dieses Paper hier. Da geht es um den Linux Container Shield, kurz Lix Shield. Und der Gedanke ist, da machen sie auch so eine Lernphase und generieren auf Basis von dem dann App Armor Rules. Das ist eigentlich relativ nett, weil im Vergleich zu irgendwie, wenn ich quasi im laufenden Betrieb Anomalieerkennung und dergleichen machen möchte, habe ich dieses Ding einmal, setze dann hinterher die Policy scharf und bin dann damit unterwegs. Und großer Nachteil an der Sache ist, sowas schützt mich natürlich nicht vor irgendwie validen Angriffen. Also sprich, wenn ich irgendwie einen Datenbankserver habe, der sonst irgendwie 5000 Zugriffe hat und dann auf einmal irgendwie 20.000 pro Zeiteinheit, sowas erkenne ich da halt damit natürlich nicht, beziehungsweise kann ich somit halt nicht blockieren, aber einfach, wenn ich mir die App-Armor-Rules-Generierung da letztendlich vereinfachen möchte, kann ich sowas einsetzen. Ja, ansonsten ist noch der Application-Layer offen. Da kann man sich im Prinzip austoben, wie man möchte. Nachteil ist, es gibt da relativ wenig Fertiges, was man einfach irgendwie so anklickt und dann läuft es. Und dabei ist eigentlich gerade so die Überwachung irgendwie auf Applikationsebene, sind Container prädestiniert dafür, einfach vor dem Hintergrund, dass ich vom Host aus sehr, 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 sehr genau sehe, was irgendwie im Container passiert. Wenn ich irgendwie einen Hypervisor einsetze, sehe ich das vom Host-System jetzt nicht unbedingt, was im Container wirklich auf Prozessebene, auf Syscall-Ebene passiert. Da müsste ich dann schon irgendwie einen Agenten in der virtuellen Maschine haben. Da sehe ich dann halt extern im Zweifelsfall nur, wie viel Memory er hat, wie viel CPU er gerade braucht
und so weiter. Also da habe ich schon weitaus weitreichendere Möglichkeiten, wenn ich sowas irgendwie containerisiert letztendlich machen möchte. Genau, das hatte ich gerade schon erwähnt. Da gibt es zum Beispiel einen Satz, Ansatz. Da hat er so ein, da protokollieren sie einfach die Syscalls, die irgendwie reinkommen und haben dann so eine Art Sliding Window. Also er protokolliert immer nur einen bestimmten bestimmtes Zeitfenster und so weiter und vergleicht dann, ob das, was jetzt auf dem System gerade passiert, noch dem entspricht, was er quasi vor 2 Minuten noch irgendwie aufgenommen hat. Und wenn das irgendwie bestimmte Parameter quasi verletzt, dann habe ich eine Anomalie und dann passiert unter Umständen was Böses. Also sowas kann ich halt dann einfach dazu einsetzen, wenn ich irgendwie sowas nutzen möchte wie mit der Datenbank, um zu erkennen, wenn ich auf einmal irgendwie ganz, ganz viele Datenbankabfragen bekomme und auf einmal irgendwer meine Kundendaten irgendwie abziehen möchte. Insofern, in dem Kontext gibt es dann auch noch Systic, komme ich gleich noch dazu. Da gibt es auch irgendwie noch ein Paper im Bereich Anomalieerkennung, beziehungsweise in Kombination mit irgendwie Alerting und Incident Response. Was aber auch noch interessant ist, sind geplante Verbesserungen, so ein Blick in die Zukunft. Wo man hin möchte, ist einfach fully unprivileged Containers zu haben. Also sprich, ich kann einen Container starten durch einen Non-Root-User, ohne dass er irgendwie in irgendeiner Weise eine Rechteerweiterung braucht. Da ist in letzter Zeit einiges in Bewegung, aber ja, ist noch ein relativ langer Weg dahin. Aber das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Endziel, was man irgendwie verfolgen sollte. Dann gibt es noch die Phase 2 der User-Namespaces, hatte ich ja schon angeschnitten. Einfach, dass es einen Custom-Namespace pro Container gibt. Momentan ist es so, dass es im Upstream-mäßig im Kernel quasi der Support schon da ist und man möchte halt irgendwie sowas einsetzen, wenn man eine Multitenant-Umgebung hat, um dann quasi pro Kunde ein UID oder ein Group-ID-Remapping machen zu können. Ansonsten, wo sie auch noch so ein bisschen dran sind, sind irgendwie Sicherheitsfeatures by Default zu aktivieren, gerade sowas wie Content-Trust. Und ich glaube, die User-Namespaces, weiß nicht, ob sie inzwischen standardmäßig aktiv sind, vermutlich nicht, aber die waren auch zumindest lange Zeit nicht aktiv. War zwar alles da, aber ist halt nicht genutzt worden. Und da sollte man dann auch schon wirklich darauf achten, dass die Features, die man einsetzen möchte, dann auch wirklich aktiviert sind und sich dann nicht unbedingt jetzt auf die Docker-Jungs verlassen, dass das alles standardmäßig schon scharf geschaltet ist. Ansonsten, was sonst noch geschah mit Docker Secrets in der Version 1.1.13, kam eine Option dazu, Passwörter in einen Container reinzugeben. Beispielsweise, wenn ich eine Applikation habe, die auf einen Datenbankserver irgendwie verbinden möchte. Der unschöne Weg ist, sowas irgendwie über Umgebungsvariablen zu machen, das ist aber eher pfui. Jetzt gibt es in Docker Swarm einen entsprechenden Dienst dafür, der das macht. Nachteil ist halt an der Stelle, ich brauche Docker Swarm dafür. Kann ich aber letztendlich auch dann nur mit einem Container machen. Also ich brauche nicht unbedingt zwangsweise irgendwie Dutzende Containern. Und das ist noch eine Neuerung, die irgendwie reingekommen ist. Und was ich selbst nicht kannte bis irgendwie Februar diesen Jahres, war Systic bzw. Systic Falco. Und gerade für den Anomalieerkennungsbereich ist das eigentlich ziemlich schick. Systic ist von einem der Co-Creator von Wireshark gestartet worden und im Prinzip ist es eine Kombination aus S-Trace, Hardhop, IFTOP, LSOF, Transaction Tracing und noch irgendwie Magie außenrum. Und das Ganze funktioniert so, es ist ein Kernel-Modul und kriegt dann der Natur der Sache bedingt relativ gut mit, was denn da so alles passiert. Also sprich, ich starte eine Applikation, worauf greift die zu, was für Netzwerkverbindungen macht die auf, keine Ahnung, was für File-Descriptor hat die offen und den ganzen Kram. Und was zusätzlich nett ist, sie haben quasi Filter auf Containerbasis, das heißt, ich kann mir dann relativ genau angucken, was alles irgendwie im Container passiert. Und so unterstützen eben Docker, LXC und Rocket vermutlich inzwischen auch. Also das ist eine sehr, sehr nette Option, um irgendwie sehr detailliert den Containern irgendwie auf die Finger oder generell Prozessen auf die Finger zu schauen, was denn da gerade auf dem System irgendwie los ist. Genau, und darauf aufbauen gibt es jetzt auch noch irgendwie Systic Falco, das ist relativ neu. Ist so ein bisschen Anomalieerkennung beziehungsweise einfach schreien, wenn irgendwie was Komisches ist. Bringt standardmäßig irgendwie so ein paar Regeln mit, zum Beispiel Abprüfung, ob in einem Container irgendwie, ist das normal? Nicht bewegen. Ich
nichts gemacht. Insofern, wir sind eh fast durch. Nee, aber ob in einem Container irgendwie eine Shell gestartet wird, sowas möchte ich ja vielleicht nicht unbedingt haben, wenn ich irgendwie eine Web-Applikation habe, dass da auf einmal irgendwie eine Shell aufgeht, die sich da irgendwie ein User irgendwie remote irgendwie drauf gestartet hat und so weiter. Da kann er dann irgendwie losbrüllen oder wenn er auf irgendwie ungewöhnliche Verbindungen irgendwie aufmacht, die sonst irgendwie nicht da sind. Das hier fand ich irgendwie ganz süß. Anderer Prozess als Skype oder WebEx versucht auf die Kamera zuzugreifen. Also er guckt hier Event-Type gleich Open, File-Descriptor ist der Video und der Prozessname ist nicht Skype oder WebEx. Das heißt, wenn ich dann irgendwie ein Tool haben möchte und bin zumindest dann so mit diesen Standard-Policies irgendwie vertraut, dann nenne ich halt mein Tool, was irgendwie den Angreifer, den User irgendwie beobachtet, halt auch Skype. Also insofern ist durchaus noch irgendwie ausbaubar an der Stelle, was da geht, aber es zeigt auf jeden Fall mal, was mit so einem Tool wie irgendwie Systic letztendlich irgendwie möglich ist. Ja, jetzt habe ich relativ viel erzählt, was es an Technologie gibt. Was auch noch spannend ist, ist der Punkt trotzdem. Prozesse. Worüber sollte man sich Gedanken machen? Beziehungsweise meiner Meinung nach sollte man in der Containerwelt nicht unbedingt das Rad neu erfinden, weil es irgendwie gefühlt neue Technologie ist. Und da halt einfach losschlagen und alles über Bord werfen und alles irgendwie machen, was irgendwie schön ist und weil es so fluffig tut. Sondern halt einfach bestehende Best Practices übertragen. Ich meine, Softwareverteilung und irgendwie Pflegen von irgendwelchen Software-Repositories unter Linux, weiß ich nicht, wie lange gibt es RPM, wie lange gibt es DPKG und Konsorten. Also insofern, auch da muss man sich irgendwie um Gedanken drum machen. Also gerade das Thema Image Security ist halt ein relativ großes Thema und im Prinzip sind da letztendlich die gleichen Fragen wie mit jedem anderen Software-Repository auch. Ich muss überprüfen, wer das verwalten darf. Wie gehe ich irgendwie mit der Integration von Quellen mit dritten Quellen um? Wie scanne ich das Ganze? Prüfe ich, ob ich irgendwelche Systeme habe, die irgendwie nicht auf dem aktuellsten Stand sind und so weiter. Also ist unterm Strich letztendlich nichts Neues. Wer darf neue Pakete bauen? Analog, wer darf neue Images bauen? Wie gehe ich mit der Signierungsgeschichte um? Wie mache ich das irgendwie mit Lifecycle-Aspekten? Wie häufig patche ich? Haue ich das einfach so raus oder mache ich irgendwie ein Zeitfenster aus oder sowas? Ganz wichtig, ich bin ja so ein bisschen aus dem schwäbischen Bereich Kehrwoche. Wenn man dann halt einfach feststellt, keine Ahnung, ein Image ist irgendwie ein Jahr lang nicht mehr verwendet worden, hat alle möglichen Sicherheitslücken, dann sollte man sich da durchaus mal Gedanken machen, ob man das nicht einfach wegputzt. Insofern oder so Aspekte wie irgendwie so ein unternehmensweites Basis-Image einfach zu pflegen, sind durchaus Punkte, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Oder der Aspekt, wie gehe ich mit Passwörtern um, wie bringe ich die Passwörter in die Applikation rein, hatte ich ja vorhin gesagt, gibt es so ein bisschen was und gibt auch eine andere Lösung. Insofern, die Sachen muss man sich einfach auch irgendwie in der normalen Umgebung Gedanken drum machen. Ja, ansonsten Sicherheits- und Audits, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Man sollte sich zumindest überlegen, wie man denn nachvollziehen möchte, wer jetzt wann welches Image gestartet hat. Vielleicht auch, wer das irgendwie paketiert hat, wo das Ganze herkommt, was das gemacht hat, wie sicher das Ganze ist und vielleicht auch irgendwie mitzubekommen, was denn irgendwie ein beendeter Container irgendwie so alles auf dem System vielleicht angerichtet hat. Und das sind eigentlich viele Fragen, die auch irgendwie so in der normalen Linux-Umgebung irgendwie zu beantworten sind. Und wohin logge ich, was setze ich da ein? Das sind einfach Aspekte, die habe ich normalerweise auch. Also insofern passend dazu, so ein Negativbeispiel, wie man es vielleicht nicht unbedingt machen sollte, ist das hier, Fully Automated Build Process, weil es mit Containern so schön geht. What could possibly go wrong? Es soll durchaus Leute geben, die anfangen und sagen, mit hier ihrem Jenkins und keine Ahnung, was es da Schönes gibt, dass sie irgendwelche GitHub-Seiten überwachen, wenn da irgendwie eine neue Version von irgendeiner Library oder sonst was rauskommt, die sich irgendwie besorgen und auf Basis von dem dann irgendwie sämtliche Images irgendwie neu bauen, was ja schon mal löblich ist, einfach, dass so upstream irgendwie up-to-date bleiben und so weiter. Aber das dann durchaus irgendwie direkt irgendwie in Production irgendwie reinschieben. Also da haben die Jungs mal so eine gewisse Untersuchung gemacht, ob ihnen das letztendlich dann irgendwie möglich ist. Da haben wir irgendwie ein GitHub-Repository übernommen
Ja, haben dann einfach mal geschaut, ob dann ihr Schadcode in Anführungszeichen, den sie eingebracht haben, dann wirklich irgendwie am Tag drauf irgendwie in Production zu finden ist, ohne dass irgendwie in irgendeiner Weise ein Review oder sonst irgendwas drüber gelaufen wäre. Und ja, Fazit ist, sie waren letztendlich erfolgreich. Also vor dem Hintergrund, ein Kollege hat mal auf der Apache Big Data Conference irgendwie zu Apache Big Top irgendwie einen Vortrag gehalten und sich da mal den Bildprozess angeguckt, was denn da alles passiert bei der Olaf Lebbe. Also durchaus mal durchklicken, ist sehr interessant. Und im Bildprozess werden da teilweise aus etwas dubioseren Quellen dann noch irgendwelche Exe-Files, um Symlinks unter Windows machen zu können, aus irgendwelchen, ja, shady Webseiten quasi irgendwie runtergeladen. Und wenn man dann sich sowas überlegt und dann überlegt, dass man sowas dann direkt in Production irgendwie reinschiebt, ist ja relativ unschön an der Stelle auf jeden Fall. Ansonsten gibt es ja noch das Themengebiet der Orchestrierung und keine Ahnung was, was es da irgendwie alles Schöne an Security-Implikationen gibt. Da gibt es den netten Post dazu. Aber ich glaube, das überspringen wir hier. Ansonsten noch kurz weiterführendes. Wer sich noch ein bisschen wo einlesen möchte, so das älteste Ding aus dem Umfeld ist diese Introduction to Container Security von Docker, was einfach mal so die Basics irgendwie quasi noch mal irgendwie vorstellt und warum das alles nicht ganz so unsicher ist. Und das hier ist inzwischen Vulnerability Exploitation in Docker Container Environments, ist auch noch interessant zu lesen. Einfach auch vor dem Hintergrund, da haben sie mal noch eine Umfrage gemacht, inwieweit denn jetzt welche Aspekte irgendwie bei Containern quasi das Limitierende sind. Und so die Hauptpunkt war hier der Security-Aspekt, dass den Leuten davor irgendwie graust, und gibt dann auch noch so ein paar Angriffsmöglichkeiten auf dem Docker-Daemon und so weiter. Und ja, ist eigentlich auch noch relativ nett zu lesen. Das hier ist auch noch schön, das ist irgendwie OpenShift-sponsored und gibt es bei O'Reilly, Using Container Safety, Safely in Production. Da wird dann nochmal erklärt, also es ist relativ einfache Kost, aber da wird dann nochmal erklärt, wie ich denn im Container einen Prozess unter einer anderen User-ID als Root starte und einfach nochmal so diese ganzen ja, Basissachen sozusagen. Wenn man viel Zeit hat, ein schönes, langes, verregnetes Wochenende ist und nicht gerade irgendwie Frostcon ist, kann sich mal das hier angucken. Gibt es inzwischen, glaube ich, die Version 1.1 von diesem NCC Group White Paper und ja, Understanding and Hardening Linux Container. Ist ziemlich interessant, so läppische 120 Seiten lang, und da gehen sie dann halt zum Beispiel die ganzen Capabilities durch, die es da gibt, bewerten die quasi, ob die standardmäßig, und erklären, was die denn für Funktionen haben, bewerten die, schauen, wie das bei LXC, Docker und Rocket ist, und stellen das einfach so ein bisschen gegenüber. Und auch die Vorkonfiguration, was jetzt in welcher Version an ist. Das Problem ist ja Version 1.11. Es ist schon eine Weile her. Insofern, so Dokumente können eigentlich letztendlich nur der Entwicklung irgendwie hinterherhängen. Also indem man bei Docker mal irgendwie 2 Wochen in Urlaub war, hat man das Gefühl, man kommt da gar nicht mehr hinterher, was da irgendwie schon wieder alles Neues war. Insofern, um zum Ende zu kommen, noch ganz kurz dieser CIS-Docker-Benchmark, das ist so das Trockenste, was man sich letztendlich antun kann. Das ist vom Aufbau quasi so, ich habe die Anforderung, dass ich hier eine bestimmte Datei anschaue, dass die bestimmte Permissions hat. Wie überprüfe ich das letztendlich, ob die diese Permissions hat? Und wenn die diese Permissions nicht hat, wie setze ich diese Permissions? Also so ist der grundlegende Aufbau an diesem Ding hier. Und genau das ist im Prinzip das Dokument, was diesem Docker-Benchmark da zugrunde liegt, also dem Programm bzw. dem Container, was man da halt nutzen kann. Das ist quasi nochmal so die Textform davon, wenn man das irgendwie zur Hand, zu Fuß irgendwie machen möchte. Ansonsten, was relativ neu ist, ist die Docker Reference Architecture Secure in Docker Data Center and Security Best Practices. Ist alles zwar so ein bisschen mit Fokus auf ihren Enterprise angeboten, aber da ist zum Beispiel nochmal irgendwie erklärt, wie das mit dem Raft-Sensus und hier Schlüsselaustausch und sonst irgendwie was funktioniert. Also ist relativ lesenswert auf jeden Fall. Ja, insofern Zusammenfassung und Fazit. Containers do not contain. Wenn man sich mal anschaut, was es denn so an Threads wie Denial of Service und so weiter gibt, es gibt eigentlich für alles irgendwie ein Werkzeug, was man letztendlich draufschmeißen kann. Auch irgendwie, wenn quasi externe Angriffe, das davor war, irgendwie aus einem Container auf einen anderen oder einen Host,
Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu tun. Das Problem ist letztendlich, man muss es tun und dann wird es dann halt teilweise dann immer wieder schwierig, so Faktor Mensch und so. Und, aber Werkzeuge sind da und ich wäre auch ein bisschen vorsichtig mit zu sagen, dass Container per se irgendwie unsicher sind. Das ist jetzt irgendwie ein Exploit irgendwann vom letzten Jahr. Da ging es darum, einfach Rootrechte auf dem System zu bekommen und Fazit war dann letztendlich, nachdem der Exploit lief, war er dann halt irgendwie Root auf seinem System. Das Ganze hat er dann noch irgendwie containerisiert gemacht, hatte allerdings die Security Option No New Privileges gesetzt und Fazit war, er war an der Stelle dann halt nicht Root. Also insofern ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Pauschalaussagen letztendlich. Aber fassen wir noch zusammen, Container sind keine virtuellen Maschinen, so sind noch weniger Sandboxen. Sicherheit kann in manchen Szenarien containerisiert besser als per Metal sein, muss aber nicht unbedingt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zur Absicherung. Ja, wie gesagt, Problem ist, die Feature wollen genutzt werden, teilweise auch erst aktiviert. Ansonsten, ich denke mal, mit irgendwie vertrauensvollen Images, mein Host irgendwie sicher konfiguriert und einfach ein bisschen eingegrenzt, wer irgendwie drauf zugreifen darf und sowas wie gesunder Menschenverstand, fährt man da eigentlich gar nicht so schlecht. Und ansonsten, ja, etablierte Prozesse und Verfahren anwenden und nicht, weil alles so leicht ist, irgendwie komplett bewährte Prozesse und Konzepte irgendwie über Bord werfen. Ja, insofern, weil Wahl ist, ein bisschen Wahlwerbung und ich denke mal, es wäre noch Zeit für Fragen. Ansonsten wäre noch ein kurzer Werbeblock, wer aus dem südlichen Bereich sein sollte. Wir hatten dieses Jahr das dritte Jahr in Tübingen die TÜBIX. Ein deutlich kleinerer Linux-Tag als hier, trotzdem irgendwie relativ kuschelig und wir werden nächstes Jahr auch wieder einen machen und Details gibt es dann unter TÜBIX.org, wer mag. Insofern, wer Fragen hat, mich gern löchern. Ich bin ansonsten auch später irgendwie bei einer Bratwurst oder so zu haben.